Fahrt von Ottenschlag über St. Pölten ins Bielachtal nach Kirchberg, von hier in die Solz-Gegend bis zum Forsthaus Fuchs, zum kleinen Parkplatz. Aufstieg über den Löbelgraben zum Engleitensattel. Und weiter zum Hohenstein. Die Hütte ist geschlossen. Abstieg über die Schöngrabenspitze auf dem Weg 606. Und über den Prinzgraben zurück zum Forsthaus und Autoparkplatz. Heimfahrt über Kirchberg, St. Pölten nach Ottenschlag. Später Aufstieg über den zunächst sanft ansteigenden Löbelgraben, später dann steiler bis zum Engleitensattel. Immer auf einen Forstweg. Die Runenschrift des Borkenkäfers. Nach einer Stunde 40 Minuten erreiche ich den Engleitensattel. Ab hier geht es über einen steilen Steig weiter zum Hohenstein. Nach insgesamt 2 Stunden 20 Minuten und 800 Höhenmetern stehe ich am Gipfelkreuz mit dem Blick hinunter nach Kirchberg im Bielachtal. Gleich daneben das Otto-Kandler-Haus, leider geschlossen. Die Aussicht Richtung Süden vom Dürnitzer Höger bis zur Reisalpe, nicht sehr weit bei diesem dunstigen Wetter. Im Norden Kirchberg bis zum Eisenstein im Westen. Die schöne Notunterkunft im Kandlerhaus. Draußen zu sitzen ist es zu kalt und windig. So, jetzt bin ich in der Hütte, in der Notunterkunft und es ist sehr angenehm hier.
Man kann jetzt hier sogar ein Bier kriegen, um 3 Euro in den Boxen. Sehr angenehm. Es ist doch ein sehr weiter Weg da herauf, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, ich glaube ein Viertelstunden oder so ungefähr. Aber sehr nett da hier. Also eine Notunterkunft. Ne? Die Aussicht ist ein bisschen dunstig. Leider. Aber man sieht das Alpenvorland. Der Blick nach Südwesten zum Ötscher. Nach 50 Minuten Aufenthalt, es kommt auch eine Schlechtwetterfront, gehe ich jetzt den Strategistenweg weiter Richtung Prinzbachtal. Unterwegs das Friedrich-Jahn-Denkmal am Aussichtsfelsen. Und der Prinzbachgraben. Beim Abstieg an der Ostseite ein sehr rutschiger, gatschiger Steig und alles voller Bärlauch. Vor mir der Anstieg zur Schöngrabenspitze. Auf der Schöngrabenspitze Blick zurück zum Hohenstein. Der Hohensteinfelsen und das Otto-Kandler-Haus. Das Prinzbachtal. Und der Blick hinauf zum Hohenstein. Hier überrasche ich eine Herde von Hirschen. Der letzte Wiesenabstieg zum Talboden. Der Prinzbach.
Und jetzt bin ich wieder in der Solz-Gegend mit dem Solzbach und dem Forsthaus Fuchs und beim Parkplatz und Auto. Nach insgesamt 6 Stunden.